In diesem Part erwarten uns zwei Arena-Leiter. Die zwei letzten Arena-Leiter im Spiel, genau zu sagen, der erste ist Pyro. Er benutzt Feuer-Pokémon. Hey, warte du, Champion in Spee! Der hitzköpfige Pyro ist ein Feuer-Pokémon-Spezialist. Du solltest sein Mütchen, keine Ahnung, mit Wasser kühlen. Und besorge dir Feuerheiler. Nee, braucht man nicht. Pokémon, Zinnobe-Insel, Pokémon Arena, Leitung Pyro. Bisherige Sieger, Blau. Gut, der Trick an dieser Arena hier sind solche Türen wieder, wie wir sie aus der, Silpsco kennen. Um die zu öffnen, müssen wir hier Fragen richtig beantworten. Bekommen wir ein Pokémon-Quiz, weißt du die richtige Antwort, dann öffnest du sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arena-Leiter. Entwickelt sich Raupi zu Smetbo? Natürlich. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Ich will allerdings trotzdem gegen die Trainer kämpfen, weil die sind wichtige Erfahrungspunkte, die wir brauchen. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Man kann auch einfach nur die Trainer besiegen, das geht eigentlich auch. Da kann man eigentlich auch die Türen freischalten. Also, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Gut, Vulcano, das erste Feuer-Pokémon in dieser Arena. Leicht zu töten mit Schlitzer. Wir könnten hier Turtok sogar gut trainieren. Ich glaube, das machen wir sogar. Ich setze dann Turtok an vorderster Front. Wo ist Turtok? Hier? Was? Turtok schon 45. Nicht schlecht. Ne, 44. Na gut, dann Turtok. Turtok. Alakso können wir auch verwenden, kann ja Erdbeben. Ach was? Dafür hat er eine 100%ige, ach egal. Ich reg mir jetzt nicht darüber auf, so Ruckzucki besser mal hat er eingesetzt. Jetzt kommt unser Surfer. Es wird ein Critical Kill, nehme ich an. Critical Hit? Schade. Aber egal, ist trotzdem down. Ein Mulona. Die Weiterentwicklung. Sieht aus wie ein. Er ist. Ja, hat die Ähnlichkeit wie ein Fuchs, soll es auch darstellen. Aber jetzt ist es kein Fuchs mehr, sondern nur ein Haufen. Keine Ahnung. Ich will jetzt hier nichts mehr sagen. Keine Worte will ich dazu haben. Ich ergebe mich, das solltest du auch. Ich bin viel zu stark für dich. Ich bin dann später auch der Champion. Was glaubst du, wie heiß der Feueratem eines Pokémon werden kann? Also. Was glaubst du, wie heiß der Feueratem eines Pokémons werden kann? Das ist der richtige Satz, was er gesagt hat. So. Deutsch ist schwer. Ein Streber. Geh zurück in die Schule. Dich brauchen wir hier nicht in diesem Spiel. Oh man. Schon wieder ein Vulpix. Also, das nervt irgendwie. Ständig die gleichen Pokémon jetzt anfangs. Aber es ändert sich noch. 486 KP ist in Ordnung. Sind zwar nicht so arg viele, aber für den Vulpix ist das ganz okay. Das kann mich nicht beschweren. Besser als Kapodos. Die Kapodos geben ja nur 100 oder so, wenn sie Level 40 haben oder was weiß ich. Volona. Das meiste, also das Pokémon, was die meisten Erfahrungspunkte gibt, ist das Hightire. Also mit Level 100, dann gibt es glaube ich. Weiß gar nicht wie viel, 10.000 Erfahrungspunkte, weiß gar nicht. Auf jeden Fall eine Menge, habe ich im Wiki mal gesehen, im Poké-Wiki. Könnt ihr mal nachschauen, wenn es euch interessiert. Oh, scheiße, sehr heiß. Ja, wir wollten Turtok an erster Stelle setzen, gut, dass er heiß gesagt hat. Dann tun wir das Wasser jetzt, das Feuer jetzt löschen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Pokémon-Quiz, prüfe dein Wissen. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Nein, es gibt nur 8. Und die Antwort ist... Richtig! Geh weiter. Ich kämpfe trotzdem gegen ihn. Du hast keine Chance, ich bin Pokémon-Profi. Ich aber auch, mein Freund. Ich aber auch. So. Mein nerdiger Freund. Okay. Freund hätte ich lieber nicht sagen sollen. Dann gibt es bestimmt wieder welche, die das missverstehen. Naja, Surfer! Ist ja kein großes Ding hier in dieser Arena. Ist alles leicht, wenn man Turtok hat. Mit Level 44, das Surfer kann.
Hey, endlich mal ein Starter. Glumanda. Der Feuerstarter. Aber kein Gegner gegen Turtok, die in den Wasser entwickelten voll den voll entwickelten Wasserstarter. Ach, wieder ein Vulpix, was ist denn los hier? Vulpix. Oh Mann, irgendwie hat hier jeder Trainer einen Vulpix. Nee, nicht jeder Trainer, das weiß ich. Okay. Vulcano kommt jetzt. Ja, ist eine Abwechslung. Ich freue mich, aber tschüss, Vulcano. Die Level sind zu schwach. Hätte man 40er einbauen können. Oder sollen sogar, es wäre besser. Ich meine, in der vorletzten Arena, da müssen sie ja schon mindestens, naja, ich würde sagen, Ende der 30 haben, aber ja, Ende 30 ist gut. Diese Frage ist schwer. Was? Achso, wir müssen sie erst beantworten, bevor wir gegen ihn kämpfen können, okay? Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Entwickelt sich Quapsel dreimal? Nein, es entwickelt sich zu Quapuzzi und dann zu Quapo, also nur zweimal. Es kann sich aber auch zu Quaxo entwickeln, wenn man einem Quapuzzi einen Kingstein gibt und es dann tauscht. So, ich setze mit Vorliebe Feuer-Pokémon ein. Das hätte ich mir auch denken können, weil das ja eine Feuerarena ist, mein lieber Dieb. Ein Ponita, wo hast du denn das geklaut? Aus Polen? Nee, Spaß. Beiseite. Surfer. Ah, dieses Level ist gut. Das gefällt mir, Level 41. Gibt auch 1335 Erfahrungspunkte, juhu. Gut, der hat einen Galopper, das weiß ich. Auch Pokémon lieben dieses Quiz. Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Sind Donnerattacken gegen Bodenattacken sehr effektiv? Nein, im Gegenteil, gar nicht. Die wirken nicht einmal auf Boden. So. Ich weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Und warum willst du dann kämpfen? Hat das irgendwas mit... Was hat Pyro und Kampf zu tun? Ja, egal, zeig mir deinen Galopper. Sieht sehr edel aus. Sieht in der anderen Edition auch ganz gut aus. Aber hier ist das Sprite am besten, muss ich sagen. Also besser als auch in der blauen und in der roten. So, aber auch kein Gegner für Turtok, das 1600 Erfahrungspunkte bekommt. Heftig. Autsch. Die Quiz-Arena gefällt mir gut. Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Unterscheiden sich gleich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level? Nein. Ach so, ja, das wurde erst in der ersten Generation, in der zweiten eingeführt. Ich glaube, hier gibt's, ja, hier gibt's noch keine gewesen, also eigentlich wäre die Frage richtig, aber in dieser Generation ist es gibt's noch keine gewesen, weil die Wesen machen jedes Pokémon unterschiedlich. Das heißt, eins hat eine höhere Verteilung, dafür aber eine niedrigere Initiative. Dann gibt's noch ein anderes, das hat irgendwie eine höhere Angriffskraft, aber dafür weniger Verteidigung und sowas halt, ne? Aber es gibt's hier in dieser Generation noch nicht, das... Ja. Okay, Vulcano. Hallo, Vulcano? Ne, dann wurde es erst in der zweiten eingeführt, in der dritten. Ab der dritten gibt's erst Wesen, ne? Ja, ab der dritten gibt's Wesen, also... Wurden die verschiedenen Pokémon erst ab der dritten Generation eingeführt? Ganz schön spät, naja. Ach, du bist viel zu stark. Nun gut. Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Ist TM28 die Froschattacke? Froschattacke? Was ist die Froschattacke? Los, Frosch! Los, Quapuzzi, benutzt deine Froschattacke. Nee, los, Quaxo, benutzt die Froschattacke oder sowas. Gegen Wasser kann Feuer nichts ausrichten und das werde ich euch jetzt demonstrieren. Muhahaha, finsteres Lachen.
Lucano Level 37 gegen mein Wasser-Pokémon Turtok Level 45. Surfer. Bevor wir gegen Pyro kämpfen, gehen wir noch unser Turtok heilen, weil so viel AP hat Surfer nicht mehr. Und was? Ach, wieder ein Vulpix. Naja, okay. Ist schön, dass man hier so viele Vulpix drin sind. Die wurden ja in der anderen Generationen nicht mehr so oft verwendet, die Vulpixe oder das Pokémon Vulpix. Und ganz fix stirbt dieses Vulpix. Rot besiegt Streiber. Oh, ich habe verloren. Nun gut, jetzt sind alle Türen offen. Jetzt können wir gegen den Pyro kämpfen, aber zuerst heilen wir unsere Pokémon. Weil ja, Turtok keine AP mehr hat, wir könnten es aber auch mit Relaxruhe machen, aber wir trainieren ruhig unser Turtok. Kann ja nicht schaden, ne? Relaxo können wir immer noch trainieren, Relaxo ist ein gutes Pokémon, können wir für jedes andere Pokémon verwenden, außer für Kampf natürlich. Pikachu können wir nur bei Wasser und Wasser, was ist noch? Gegen Elektroschwach. Wasser und Flug. Und vielleicht noch andere Typen. Glurak können wir verwenden gegen Pflanzen und Eis und vielleicht noch Kampf mit Fliegen natürlich. Was haben wir noch? Jetzt haben wir glaube ich alle, oder? Ne, Bisaflor können wir verwenden gegen Gestein, Wasser, Boden und ja, haben wir sehr viele Typen, die auch gut gegen andere Pokémon sind. So, hallo Pyro. Haha, ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest schon mal Feuerheiler parat halten. Na gut, ich habe leider keinen Feuerheiler. Aber den werden wir auch nicht brauchen. Hoffe ich. Ein Bologna Level 48. Interessant. Ich hätte erwartet, dass Bologna jetzt schneller ist, weil ich dachte, dass Bologna eine höhere Initiative hat, weil es ja ein flinkes Wesen ist, glaube ich. Also, weil es ein flinkes Aussehen hat, sagen wir es anders mal so. Na gut, dann auch einmal Surfer. Und das Bologna ist kein Bologna mehr, sondern tot. Und Level Up für unser Level 46er Turtok. Ein Galopper. Setzen wir mal Relaxo ein. Nur zur Abwechslung, es hat Level 50. Da kommt jetzt unser Erdbeben. Ich weiß, dass dass Galopper schneller ist als Relaxo. Aber, ja, Relaxo hat eine hohe Spezialverteidigung. Deswegen zieht es jetzt nur so heftig wenig ab. Ja, Feuerwirbel ist wie Wickel. Oh, jetzt greift er mit physischen Attacken an. Bodycheck ist eine. Naja, okay. Jetzt kommt unser Erdbeben. Das wird ihn vom Feld fegen. Reimt sich sogar. Gut, das war sein zweites. Jetzt kommt sein Arcani, sein stärkstes. Da holen wir wieder unser Turtok raus. Dieses Turtok, dieses Arcani hat Level 54. Heftig. Und er ist sehr schnell. Er benutzt Reflektor, um seine Verteidigung zu erhöhen. Aber Surfer ist eine Spezialattacke. Daher ist Reflektor völlig nutzlos. Das müsst ihr ihn killen. Jawohl, Volltreffer. Sehr schön. Rot besiegt Pyro. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Schaffe Platz für mein Geschenk. Oh Gott. Das war ein Befehl. Gut, dann verwenden wir unser Carbon. Und geben ihn... Was hat ein Carbon? Erhöht die Spezial, ne? Ah, Initiative. Okay. Ja, das hatten wir schon. Gib mir endlich Feuersturm.
Das ist Feuersturm. Feuer-Pokémon können diese Attacke lernen. Glutex und Ponyta sind dafür präsentiert, keine Ahnung. Bringen wir Feuersturm Glurak bei. Das ist ein tolles Upgrade im Vergleich zu der einfachen Glutattacke. Relaxo kann auch Feuersturm, lol. Gut, welche Attacken vergessen wir? Nehmen wir Glut raus. Und Glurak kriegt ein stärkeres Feuerattacken-Upgrade. So. Jetzt gehen wir in die andere Arena, die 8. Arena in Fertania City. Die müsste inzwischen wieder offen sein. Und schauen nach, wer sich hier eingenistet hat. Du hast den Unruhestifter gebrandmarkt. Unruhestifter? Wie kommt er denn darauf? Naja. Okay, fliegen wir nach Fertania City. Jo, da haben wir ja schon ausgeschaltet von der Zinnoberinsel zu Alabastia. So, heilen wir unsere Pokémon. Willkommen im Pokémon Center. Ja, Schnauze. Oh mein Gott, ich freue mich so was von gar nicht. Okay, schauen wir mal unsere Orden an. Gut, den ersten haben wir, den Felsorden, dann der Quellorden, Donnerorden, Farborden, Seelenorden, glaube ich, ist es, Sumpforden, Vulkanorden und jetzt kommt der achte. Oh, Alter, Mr. Fragezeichen. Wer wird der wohl sein? Ein unbekannter Arena-Leiter. Gut, dann schauen wir mal nach. Hier ist die Arena. Die letzte Arena. Noch ein letztes Mal auf- und ausatmen, ein- und ausatmen, bevor wir in die Arena gehen. Der Arena-Leiter von Fertania City ist zurück. Hey, warte, du Champion in Spe. Nicht einmal ich kenne die Intensität des Arena-Leiters von Fertania City. Soweit ich weiß, ist er von allen Arena-Leitern der gefährlichste. Die Trainer hier setzten gerne Boden-Pokémon ein. Fertania City Pokémon Arena-Leitung. Giovanni! Bisherige Sieger Blau. Gut, hier sind wieder diese Pfeile aus dem Rocket-Versteck, die kennen wir ja. Und wir müssen sie verwenden, um weiterzukommen, ja. Hier gibt's auch Kampf-Pokémon, also ja. Allein mein Anblick lässt deine Pokémon schaudern. Glaubst du? Ich glaub nicht, naja. Dompteur! Hat ein Arbok, ist kein Boden-Pokémon, sondern ein Gift-Pokémon. Was sucht es hier in dieser Arena? Aber die Level sind gut, die gefallen mir, die Level. Gut, beim Arbok habe ich keine Wahl, ich muss Relaxo verwenden. Denn mit seinem Erdbeben kann ich dieses Arbok zum Mond schießen. Ungefähr so. Nicht so, sondern so. Mit Erdbeben zum Mond schießen, ergibt auch keinen Sinn. Naja, egal. So, das hätten wir. Tauros ist ein Normal-Pokémon, auch kein Boden. Da lassen wir Pikachu ausnahmsweise mal ran. Ich glaube, da wurden versucht, die letzten Pokémon von diesem Spiel reinzubringen, die noch nicht ins Spiel gebracht wurden. Ach, komm schon, Pikachu. Donner muss doch treffen. Donner, jetzt, komm schon. Komm schon. Hier, da, Gewitter in Sydney, Australien. Oh Gott. Du enttäuscht mich, Pikachu. Du machst mich ganz traurig. Du hast mich enttäuscht, scheiß Pikachu. Naja. Lassen wir Glurak ran. Glurak macht hoffentlich eine bessere Arbeit als unser Pikachu. Mit seiner neuen Feuersturmattacke. Es müssten killen. Oh, doch nicht. Aber verbrennt ihn. Juhu. Gloraks Verteidigung senkt.
Oh mein Gott, ja. Gut, welche Attacke soll man verwenden? Ich glaube, es erklärt sich von selber. Jede Attacke könnte dieses Taurus ownen, aber ja. Level Up für Glurak, Level 44. Rot besiegt Tom Terror. Sie kringeln sich vor Lachen ein. Oh, Pikachu ist weg. Naja, egal, Pikachu ist eh scheiße. So, hier ist noch einer. Karate ist die Königsdisziplin des Kampfsports. Okay, der hat wahrscheinlich Kampf-Pokémon, hat auch nichts mit Boden zu tun. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Der hat ein Mashok, ja. Was soll ein Mashok in einer Bodenarena? Na gut, dann Schädelwurmel. Er erhöht seinen Angriffswert. Ja, ist logisch, ne? Er greift ja physisch an. Aber Schädelwurmel hat er locker überlebt. Oh mein Gott, noch ein X-Angriff. Was hat der genommen? Wir müssen jetzt langsam aufpassen. Ich versuche ihn mal einzufrieren, um ihn zu stoppen. Oder ihn, um ihn zu killen. Gut, wir hatten Glück, hätte er weitere X-Angriff verwendet, hätte er uns vielleicht killen können. Naja. Gut, hier ist noch einer. Die Arena-Halle von Vertania City war lange Zeit geschlossen, doch nun ist der Meister zurück. Ja, Meister. Ich bin zurück. Trainer möchte kämpfen. Was? Nur ein Trainer? Okay. Hat er auch einen Namen? Nein, hat nicht. Namenloser Trainer, oh mein Gott. Naja. Surfer! Ist sehr effektiv, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ich weiß, ob Nido. Nee. Nidoking ist erst Boden, also ist Nidorino nur Gift, genau. Warum habe ich sowas vergessen? Egal, jetzt kommt Nidoking. Hier können wir Surfer auch verwenden, denn Surfer ist hier sehr effektiv, weil Nidoking ein Boden-Typ noch zusätzlich ist. Oh, sieht aber geil aus. Der Sprite ist geil, der gefällt mir. Ort besiegt Trainer. Ich wurde besiegt? Jupp, siehst du doch. Weil jetzt... Mal nach hinne, ich hab nicht den... Hey, da liegt ein Item. Lol, ein Item in der Arena. Ort findet Beleber. Hier sind drei Trainer, oh mein Gott. So langsam geht die Luft aus. Ja, weil ich husten muss. Trainer möchte kämpfen. Trainer benutzt Sandama. Wieder. Ja, okay. Das ist jetzt ein Boden-Pokémon. Das erste Boden-Pokémon in dieser Arena. Juhu. Surfer. Wir könnten Vitaflor eigentlich vermitteln, weil Turtok hat schon ein gutes Level. Ich glaube, ich verwende jetzt langsam mal Dictree. Die Weiterentwicklung von Dicta. Naja gut, dann lassen wir diese Flow mal ein bisschen arbeiten. Ich hoffe nur, dass Dicky keinen Schaufler verwendet. Das wäre ein bisschen bitter. Aber gut, Rasierblatt. Sehr effektiv, Pflanze gegen Boden. Fürs Volltreffer, keine Chance. Rot besiegt Trainer. Mir gehen die Pokémon aus! Mit diesem Kampfschrei mobilisiere ich meine Kräfte! Schon wieder ein Kampftrainer. Hat gar nichts mit Boden zu tun. Ich glaube, in der Arena gibt es mehr Nicht-Boden als Boden-Pokémon. Ein Macholo. Level 40. Hätte schon längst ein Mashok, sogar ein Machomai sein können. Aber gut, wer sein Pokémon nicht entwickeln will, wird dafür bestraft. Bis! Ein Mashok. Eieiei, die Weiterentwicklung. Aber egal. Eisstrahl, machen wir es wieder die vollen. Eisstrahl ist deutlich stärker als Surfer, obwohl er kein Step drauf ist. Was mich sehr wundert. Normal Eisstrahl. Und down. Rot besiegt Schwarzgurt. Meister, verzeihe mir. Gut, dieser Floor kommt jetzt an Förster Stelle. Förster Stelle, gibt es einen Sinn? Nein, natürlich nicht. Ich rede wieder so scheiße.
Ich bilde mit meinen Pokémon eine Einheit, wie Yin und Yang. Yin und Yang heißt, ist ja dieses Symbol, ne? Das soll ja auch die Pokémon Schwarze und Weiße Edition darstellen. Das Weiß, das das Schwarz Seachrome ist und das Weiß, Moment, ich fange nochmal von vorne an. Das Seachrome Yin ist und das Reshiram Yang ist, genau. Yang ist doch weiß, wenn ich mich nicht recht entsinne, oder? Yin ist schwarz und Yang ist weiß. Deine Pokémon harmonieren gut mit dir. Gut, noch ein Trainer, ich glaube, das müsste der letzte sein. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Und ich glaube, er hat 5 Pokémon. Oh Gott, oder? Also habe ich recht. Oh, im Gegenteil, nur einer. Einzahl. Oh, wieder ein Rihorn. Wieder ein Boden-Pokémon. Bodengestein, um genau zu sagen, hätte er ein Rizoros sein können, wenn er es entwickelt hätte. Rankenhieb müsste reichen. Um dieser schwache Rizoros zu killen. Ey, Rihorn. Ich habe den Halt verloren. So, hier ist noch eine, den haben wir noch nicht. Aber das müsste der erste sein. Ich bin der Karate-König, ich besiegle dein Schicksal. Ja, zeitmäßig kommen wir gut hin. Wir haben noch 3,5 Minuten für den Arena-Leiter. Machonk. Bieter Flor, zeige mir, was du gegen ein Kampf-Pokémon wie dieses hier ausrichten kannst. Rasierblatt! Und tschüss, Mann. Oh mein Gott, das habe ich Markus nachgemacht. Let's play Markus. Wollte ich eigentlich nicht, aber jetzt ist es mir rausgeflutscht. Nein. Ich sollte so viele andere Let's Player nicht mehr nachmachen. Ich mache das versehentlich oft, aber weil ich so viele Let's Plays anschaue. Um mich zu inspirieren. Und dann kopiere ich manchmal die ganzen Gespräche, was sie da sagen. Unabsichtlich. Okay, Machoke. Das ist ja Kindergartenspiel für Bisaflor. Zack, zack. Da, 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 Volltreffer. Volltreffer auf das Machoke. Ich wollte zwar nicht singen, aber ist mir egal. Ah. Gut, kontrollieren wir nochmal und gehen bis zum Arena-Leiter, um zu schauen, ob wir auch wirklich alle haben. Yep, den haben wir schon. Und hier ist Giovanni, Mr. Fragezeichen, aka Mr. Fragezeichen. Und jetzt gehen wir ins Pokécenter und dann kommt der letzte Kampf gegen den Arena-Leiter in diesem Spiel. Ich kann es kaum erwarten. Und dann gehen wir im nächsten Part zur Liga. Oder nein, im nächsten Part machen wir noch ein bisschen Kleinscheiß, den wir noch nicht gemacht haben. Warum gehe ich jetzt zur Box? Was habe ich genommen, dass ich zur Box gehe? Irgendwelche falschen Medikamente? Naja, egal. Und nee, das machen wir. Wir gehen doch im nächsten Part zur Siegestraße. Also, macht, also, stellt es schon mal ein, dass wir zur Liga gehen im nächsten Part. Eine Minute haben wir noch, ich werde überziehen müssen. Wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Ups, jetzt laufe ich auch noch falsch. Das zieht es auch wieder unnötig in die Länge. So, hier kann man übrigens leicht über die Bande fallen. Ist mir als kleines Kind früher passiert, wo ich in die Arena gehen wollte. Okay. Nochmal tief durchatmen. Und jetzt laufe ich auch noch falsch. Genial. Gut, dann rollen wir wieder zurück. Drehen uns zurück. Und hier sind wir. Hallöchen, Giovanni.
Haha, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich Team Rocket wieder auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder gefunden. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte Trainer, fordere Revanche. Der letzte Arena-Kampf. Giovanni! Dein erstes Pokémon, Dixie Level 50. Aufpassen auf Schaufler. Oh, Geofisur. Gut, dass die Attacke daneben ging. Wäre eine K.O.-Attacke gewesen. Hätte mich auch überrascht, naja. Oh, gut, das war das erste von 5. Jetzt kommt sein Snobillikat. Das ist mir Pikachu ran. Ist zwar kein Boden-Pokémon, aber was, ich sag dazu jetzt mal gar nichts. Level 53. What the fuck? Und Donner trifft wieder nicht. Was ist mit dir los, Pikachu? Hast du auch irgendwelche Medikamente genommen? Irgendwelche, ich treffe nicht mit der Donnerattacke Medikamente? Ja, okay, jetzt können wir es vergessen. Doppelteam, ich probiere es noch ein einziges Mal. Okay, Pikachu hat mir wieder gefällt. Gut, dann greifen wir mit der Attacke an. Und zwar Bodycheck! Doppelteam! Ob mich das abschrecken würde. So, X-Treffer, wo ist X-Treffer? Hier. Und nochmal, X-Treffer. Auf ein Pikachu zu kratzen, du fiese Katze. Das geht doch nicht. Lass mein Pikachu. Nein, Pika. Oh Gott, ein KP. Okay. Wo ist Top-Genesung? Ja, hier. Okay. Und er gibt einen Megablock, erhöht die Volltrefferquote, das ist schlecht. Jetzt aber, Donner, der muss jetzt sitzen. Yes, sehr schön, Pikachu, ich bin stolz auf dich. Jetzt aber, oh. Ein Oak zu keep und dieses Nobilikat frisst, Staub. Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, das war's mit Pikachu. Ich glaube nicht, dass es diese Attacke überleben wird. Tut's auch nicht. Hast gut gekämpft, Pikachu, aber es hat nicht gereicht. Tut mir leid. Naja, gut, dann müssen wir uns improvisieren. Und zwar holen wir Blurak jetzt raus. Mit einer Schlitzerattacke. Das ist für Pikachu. Ha, sogar Volltreffer. Die schießt ja recht. Nidoqueen. Na ja, gut, dann lass mal Turtok ran. Level 53. Surfer ist immer gut. Bei Boden-Pokémon wie Nidoqueen. Das ist die Königin. Was ist kein Dollar? Oh Gott. Jetzt bin ich überrascht. Oh Gott, jetzt bin ich überrascht worden mit einer Donnerattacke. Aber Turtok hat trotz allem überlebt. Oh, gut, dass Nidoqueen jetzt tot ist. Level up für Turtok, Level 48. Und jetzt kommt Nidoking. Ihr begrüßt den König. Level 55. Warte, hell, ich glaube, das ist das Pokémon mit dem höchsten Level aller Arena-Leiter. Und das einzige, was gewonnen wird. Jetzt kommt sein heftigstes Rizoros. Auch das müsste gewesen sein. Vierfache Stärke. Zieht viermal so viel Schaden ab. Das war's. Oh. Und damit gehörte er dann uns. Ha, der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Rot gewinnt 5445 Pokédollar. Als Trainer des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. Das ist Geofissur. TM27 ist Geofissur. Man kann damit einen Pokémon mit nur einem einzigen Treffer besiegen. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arena-Leiter war.
Nun gut, dann verlassen wir die Arena. Ah, warte, wir müssen den noch ein letztes Mal ansprechen. Ich habe meinen Meister gefunden. Meine Taten waren schlecht. Ich löse das Team Rocket auf. Von nun an widme ich mein Leben dem Studium der Pokémon. Vielleicht sehen wir uns eines Tages sogar wieder. Lebe wohl. Und da ist er weg. Okay, im nächsten... Jetzt haben wir nun alle Orden. Kontrollieren wir das Ganze mal. Gut, den Felsorden, Quellorden, Donnerorden, Farborden, Seelenorden, ne, Sumpforden, Seelenorden, was weiß ich. Sumpforden, Seelenorden kommt dann und dann der Vulkanorden und dann der Erdorden, obwohl er aussieht wie eine Feder. Lol. Nun gut. Das gibt's doch nicht. Giovanni war hier Arena-Leiter. Vertane City, Pokémon-Leitung Giovanni. Bisherige Sieger blau und rot. Hier nur noch gelb. Da haben wir alle Editionen, also Editionen von dieser Generation. Gut, dann heilen wir unsere Pokémon. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben den Pokémon, machen sie wieder fit. Danke, die Pokémon sind wieder fit. Kommen jederzeit wieder vorbei. Ich meine, nur wenn du kannst, was ich nicht glaube. Gut, dann gehen wir in die Box noch schnell. So viel Zeit muss sein und legen die ganzen Items ab, weil in der Siegestraße, wo wir jetzt gleich hingehen, in der Pokéliga, gibt es viele Items und wir sollten die Items alle ablegen, damit wir auch alle mitnehmen können. Oh, jetzt bin ich auf Mitnehmen gegangen. Fuck. Ablegen. Den Türöffner brauchen wir nicht mehr. Der Detektor ist nutzlos, der funktioniert nicht so richtig. Die Sonderbonbons können wir ablegen. Den Meisterball, den brauchen wir erst bei Mewtwo. Ein Nugget können wir verkaufen. Den Fragezeichenöffner brauchen wir nicht mehr. Ah, scheiße, jetzt habe ich versehen dieses Fahrrad abgelegt. Die Lagerkapazität ist erschöpft. Naja, okay. Dann nehmen wir unser Fahrrad einfach mit. Wo ist Fahrrad? Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad. Ich will Fahrrad fahren. Fahrrad fahren. Ich lagere mein Fahrrad in meinem PC. Das macht jedes Kind. Immer wenn es von der Schule heimkommt, lagert es sein Fahrrad in seinem PC. Okay. Die Items hätten wir alle gelagert. Jetzt verkaufen wir das Nugget. Damit wir auch möglichst viele Items los sind. Hallöchen, das machen wir es mal so. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, ich möchte was verkaufen. Was möchtest du verkaufen? Erstmal das Nugget. Das ist ja zum Verkaufen da, das Nugget, ne? Okay, das müsste reichen. Und wieder einen Lagerplatz frei bekommen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 169.253 Pokédollar. Spielzeit 19 Stunden und 31 Minuten. 19 Minuten, what the fuck, Overpro. Okay. Dann mache ich hier Stopp und wir sehen uns im nächsten Part wieder und wir gehen im nächsten Part zur Pokéliga. Bis dann, Servus!